Wir freuen uns darauf, für Sie dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Frank Buschmann und Manni Breukmann. Und das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Gleich geht's los. Zwei Mannschaften, die in etwa... Und er fängt nicht nur die Bälle, er spielt mit, der Keeper. Ja, und das sieht dann auch richtig gut aus. Das macht er ganz sicher und äußerst souverän. Das war Vorteil, sagt der Schiri. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Das hat er stark und der Ball ist völlig frei. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Und da grätscht er in den Gegner hinein. Ja, der Pass kommt an. Da wäre ein Foulspiel. Damit ist dieser Angriff kaputt. Schade. Da geht er in den Gegner rein. Und der Schiedsrichter tut gut daran, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen. Rote Karte. Musste das sein, Buschi? Absolut, darüber diskutiere ich gar nicht. Ganz doch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Flanke. Tja, die sollte bananenmäßig werden, die Flanke. War aber leider nur Fallobst. Da bearbeitet er den Gegner. Er strauchelt, er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Jetzt greift er den Gegner an. Wunderbar herausgespielt. Und er ist drin. Ja, wo steht er denn da, der Torwart, Buschi? Ja, das wird er sich, wenn er sich diese Bilder noch mal anschaut, sicherlich selbst auch fragen. Keine Anspielstation. Das macht er sicher und souverän. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. So sieht ein Pass aus. Ein Pass. Der Assistent zeigt an. Abseits. Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Und Achtung, genau hingeschaut. Oh je, das kann er viel besser. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Und die Kugel rauscht ins Tor aus, Abstoß ist die Folge. Er attackiert, er will den Ball. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Und da sieht er gelb. Zu Recht. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Risiko. Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen. Aber die Schiedsrichter haben aufgepasst. Abseits. So, und jetzt kontrollieren wir das nochmal. Eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Aber der Assistent hat immer recht. Er hat die Fahne. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Sicher in der Ballbehandlung. Tolle Flanke. Das sah im Ansatz so gut aus. Aber war auch der Übeltäter hat es eingesehen. Es gibt Freistoß.
Er greift ihn hartnäckig an. Da wäre er jetzt in Zweikampf. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Vorsicht, Kopfball. Nochmal Ecke. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Und das war das Ende der ersten Halbzeit. Viele Tore haben wir nicht gesehen, Buschi, aber wir haben ja noch 45 Minuten Zeit. Ja, und da will ich mal hoffen, dass da ein bisschen mehr kommt. Ich setze voll auf die zweite Hälfte. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Und da attackiert er ihn. Er grätscht hinein. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Jetzt greift er den... Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Aggressives Tackling. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Oh, der Keeper spielt schön mit Fang. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion und ganz souverän. Attacke mit... Müssen wir wirklich darüber diskutieren? Nein. Strafstoß. Seine Mannschaft hat hier klasse gespielt. Das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er noch mal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Tor! Nicht viel Heckmeck. Ohne Nerven verwandelt dieser Elfmeter. Sensationell. Ohne jedes Nervenflattern. Den hat er nicht voll getroffen und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Ja, tolle Chance. Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Und Einwurf. Attacke auf den Gegner. Das ist die Vorteilsregel, es geht weiter. Zweikampf auf die alte Art, die Grätsche. Und er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Ein Versuch der Balleroberung. Das war eine Bilderwurf. Da legt er frei rum. Der kriegt ihn, den Ball. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Da kann der Keeper relaxen. Es gibt Abstoß. Ja, da muss... Das sind zwei neue, zwei Ergänzungsspieler. Sie sollen das Spiel ergänzen. Ja, so kann es weitergehen. Spitzen. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt.
Ja, er versucht es. Der Schiedsrichter hat sich sofort festgelegt. 11 Meter. Ein Elfmeter-Killer ist er. Den Schützen ausgeguckt. Und schon wieder eine Grätsche. Ganz sicher hat er das gemacht. Und der kommt genau an. Sauber gespielt. Und er war sofort zur Stelle und konnte die Gefahr dadurch abwehren. Jetzt könnte er es klappen. Er hat es alleine versucht, aber er ist gescheitert. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Und da attackiert er ihn. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der über ein gutes Auge verfügt. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Gibt Einwurf. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Und da grätscht der Gegner hinein. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Ja, muss das denn sein? Schon wieder eine rote Karte. Und das gibt Ärger mit dem Trainer, da bin ich mir zu 100% sicher. Da ging's ja zu wie bei der Holzauktion. Unglaublich, wie die hier zur Sache gehen. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz Sub. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Da geht er in den Gegner rein. Das musst du auch können, die Vorteilsregel auslegen. Ja, und wenn man genau hingeschaut hat, er hat sofort gesehen, die bleiben in Ballbesitz. Möglichkeit jetzt. Achtung, schöner Pass. Das könnte Gefahr bringen. Klasse abgeblockt. Achtung. Können Sie die Flanke verwerten? Die ersten paar Meter sah sie gut aus, die Flanke. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Wir haben das Endergebnis. 2:0. Die großen Spiele gewinnst du in der Defensive. Das ist wieder mal bestätigt worden. Ja, und das war überlegen geführt. Ein bisschen Betontaktik, aber wer gewinnt, hat recht.